Früher wart ihr ja die jungen Wilden. Was seid ihr denn jetzt? Naja, so alt sind wir ja auch noch nicht. Aber ich glaube, wir sind schon reifer geworden. Das ist jetzt schwierig, irgendwie ein Wort zu finden. Aber natürlich sind einfach die Jahre Training, die vielen Turniere, die wir so auf dem Buckel haben, ja, ist jetzt nicht mehr alles so wahnsinnig aufregend und alles so wahnsinnig neu. Und wir können mit vielen Situationen, glaube ich, schon besser umgehen. Und das sehe ich im Hinblick auf London als sehr positiv. Und so eine deiner großen Stärken ist ja dein Aufschlag, das ist kein Geheimnis. Was mich interessiert ist, was sagst du dir eigentlich, wenn du zum Aufschlag gehst? Was denkst du, was geht in deinem Kopf vor? Gibt es irgendwie so einen Satz, den du dir immer sagst oder wie du dich beruhigst oder wie machst du es? Ist ein bisschen unterschiedlich, je nach Situation. Aber grundsätzlich ist es stark ausgerichtet auf die Bewegung an sich. Also wie ich mir den Ball anwerfe, wie ich dann den Rhythmus finde im Absprung und den Treffpunkt und vor allem auch das Ziel. Also Also sagst du dir, Sarah, ich schlage jetzt auf die, ich schlage jetzt auf die und die oder? ja, also ich habe vorher halt eine Idee. Wir haben ja auch in der ausgefuchsten Taktik von Craig dann Ideen, von wo nach wo wir aufschlagen und warum. Und das nehme ich mir dann vor in dem Moment. Und dann geht die Konzentration einfach darauf, das auszuführen. Also wie werfe ich mir den Ball an und wie treffe ich den, wie springe ich ab, um dann irgendwie am Ende das Handgelenk eben in die Richtung zu klappen, wo der Ball hin soll. Und wie sehr hilft euch euer Trainer, gerade auch so, was das Mentale angeht? Ja, der hilft uns schon sehr, weil er einfach uns in der Art und Weise, wie er diese Spiele angeht, sowohl mental einstellt, also wir haben zwar auch noch einen Mentaltrainer zusätzlich, aber trotzdem sagt er uns, pass mal auf, so und so ist die Situation und so geht ihr da rein jetzt und zwar mit der und der Taktik. Und da wir ihm da sehr stark vertrauen und er einfach auch ein sehr gutes Auge hat dafür, ist das immer ein gutes Gefühl, wenn man einfach weiß, er ist sehr, sehr gründlich. Er guckt sich vor so einem Spiel 7, 8 Videos an von unseren Gegnern, und ist auch ein unheimlich perfektionistischer Mensch. Er möchte auch dann die hundertprozentig richtige Taktik machen. Also kann man schon davon ausgehen, dass er eine Idee hat dahinter, was wir da machen. Und das hilft auf jeden Fall auch und bestärkt uns, wie wir in die Spiele reingehen. Welches Team würdest du am liebsten mal 21-10, 21-10 voll weghauen? Team, ich glaube, Misty und Carrie. Und was wünschst du dir selbst für London, also für dich? Was ist so deins, was du dir unbedingt wünschst? Dass wir unsere Leistung bringen. Also es geht jetzt tatsächlich, ich möchte gerne aus London wegfahren und sagen, wir haben alles gegeben, wir haben unser bestes Beachvolleyball gespielt und ja, und dann sehen, was dabei rauskommt. Wir wissen, dass wenn das so passiert, dass wir auch um Medaillen mitspielen können. Aber wir wissen auch, dass es einfach Sport ist und dass unheimlich viele Teams eben, wenn sie ihr bestes Beachvolleyball spielen, auch sehr stark sind. Aber wir wollen uns eigentlich nicht so auf die anderen konzentrieren, sondern einfach ja, mit dem Gefühl nach Hause fahren. Wir haben unser Bestes gespielt, weil das ist uns in Peking eben nicht gelungen. Also nach wie vor ist auch in dem Spiel, was wir verloren haben sehr viele Sachen sehr gut geklappt. Aufschläge zum Beispiel. Aber einige Sachen haben halt auch nicht so gut geklappt. Und wir wollen einfach dahin fahren und Spiel für Spiel eine gute Leistung abrufen. So wie es zum Beispiel jetzt hier auch in dem Turnier war. Am Ende waren die anderen einfach einen Tick besser. Das ist okay. Und wie oft denkt ihr noch so an Peking? Redet ihr da noch öfter drüber oder wie ist das für dich? Also bis vor ein paar Monaten war es ganz witzig. Jedes Mal, wenn ich nach Olympia gefragt wurde, habe ich immer Peking gesagt, obwohl jetzt ja London kommt. Aber jetzt so in den letzten paar Wochen, wo das so näher rückt und ja, einfach auch überall das Logo und London 2012 und einfach auch so viele Interviews gemacht werden darüber, ist das so irgendwie davor gerückt jetzt. Also das ist jetzt irgendwie nicht mehr so da. Wenn ihr ins Halbfinale kommen würdet, wen hättest du lieber gegenüber USA oder Brasilien? Welche denn? Zum Beispiel Missy und Carrie oder Larissa Juliana? Ja, im Moment müsste ich sagen Larissa Giuliana, weil wir die schon mehrere Male geschlagen haben und Carrie und Missy noch nie.
Aber grundsätzlich ist es halt, ja, wie schon gesagt, kommt es am Ende irgendwie auf unser Spiel an. Und wenn ich im Halbfinale bin, dann ist sowieso irgendein Brocken da. Also von daher ist egal, was kommt, ist eigentlich egal, weil wir am Ende unser bestes Spiel machen müssen, um das Ding zu gewinnen. Und unterstützt dich jemand von Familie oder Freunden vor Ort? Kann da jemand mitkommen oder? Ja, Familie wird da sein, Freunde wird da. Es ist natürlich auch einfach wahnsinnig nah. Von daher werden viele, ja, es ist halt eine Flugstunde oder teilweise von Köln aus sind es, glaube ich, 4 Stunden im Zug oder so. Das kann man schon mal machen. Von daher werden schon sehr, sehr viele Leute da sein. Und was meinst du, wirst du denken, wenn du in London aus dem Flieger steigst? Was wirst du denken, wenn du in London aus dem Flieger Jetzt geht's steigst? los. Dankeschön. Bitteschön. Tschüss.